Herzlich willkommen zurück. Zum einen, es ist schon ein paar Tage her und ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie die Tastenbelegung ist und sowas. Ich konnte gerade aber zwangsweise ein bisschen üben, weil ich das Speichern irgendwie nicht so richtig drauf hatte und ich nochmal angeln gehen musste und vorher meine Beete anlegen und die sehen ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Deswegen, aber ich habe kurz die Beete gemacht, war einmal ab die Angel bekommen, habe einen Fisch geangelt und bin nun wieder hier. Und jetzt sprechen wir mit Mel, dem Imker. So. Hi, der Frühling ist die schönste Jahreszeit. Es fühlt sich an, als würde alles in der Natur wieder zum Leben erwachen. Was hast denn du für eine Aufgabe für mich? Ein neues Gesicht. Als ich hörte, dass jemand an die Küste gespült wurde, konnte ich es kaum glauben. Ach ja, wir sind ja sehr freiwillig hier angespült worden. Flauschhase, oder? Schön, dich kennenzulernen. Du hast bestimmt ein Glückskleeblatt in deinem Stiefel versteckt, da du die Strudel heil überstanden hast. Ich bin Mel. Ich hoffe, es geht dir gut. Es ist schon so lange her, dass jemand Neues zu uns auf die Insel gekommen ist. Naja, ihr müsstet ja euch untereinander irgendwann irgendwie fortverhelfen. Ich frag nicht. Städtischer Imker mit einer süßen Persönlichkeit. Aha. Die Bienen sind deshalb schon ganz aus dem Bienenstock. Du bist gerade erst in den verlassenen Bauernhof eingezogen. Da du neu hier bist, zeige ich dir, wie wir hier in, ich würde schon wieder Arizona sagen, Azuria Bienen und andere Tierchen fangen. Ich will die Bienen aber nicht fangen. Azuria ist ein Paradies für Tierchen, vor allem weil sie uns Azurianern zahlenmäßig weit überlegen sind. Mach dir keine Sorgen darüber, was die Tierchen davon halten. Ich habe das sanfteste und behaglichste Tierchennetz der Welt entwickelt. Aha. Es ist, als würde man von einer Wolke aufgesogen. Hier, ich habe immer ein extra Netz dabei, nur für den Fall der Fälle. Du hast ein Tierchennetz erhalten. Rüste dich mit deinem Netz aus und wirf es zum Fangen von Tierchen aus. Um deine Fangchancen zu erhöhen, nähere dich mit deinem Netz langsam den Tierchen. Geh einfach raus und schwing ein paar Mal das Netz, um ein paar Tierchen zu fangen und komm dann zurück. Du wirst dich bestimmt für das Fangen von Tierchen begeistern. Fange Tierchen! Na, sieh, machen wir das. Oh, wo finde ich, das ist ja ein süßes Netz. Schwingen. Einfach so, da ist ein Bienchen. Okay. Das hier? Nee, das war irgendwas anderes. Das war Energie für irgendwas. Du bist ein Tierchen. Ein Marienkäfer. Fange 4 Tierchen, okay. Ein Schmetterling. Rucksack voll. Ja, wie mache ich denn das? Ihm verwerfen. Guck ich mal hier. Die könnte ich doch mal essen. Und da ist Tagpfauenauge. Okay. Tierchen, Tierchen, wo seid ihr? Wenn ich so weit weg von ihm, weil ich ja wieder zurück muss. Ach, guck mal, du bist doch ein bisschen flott, ne? Ah, Rucksack voll. Ja. Gegrilltes Blattgemüse. So, weg damit. Ich brauche noch ein Tierchen, aber ich habe schon wieder vergessen, wo er ist. Kann ich euch eigentlich auch ernten? Ja. Kann ich nicht noch schneller rennen? Ich würde gerne noch schneller rennen. Du bist da, okay. Oh. Siehst du mal? Habe ich beim letzten Mal geholt gehabt und jetzt wieder vergessen.
Nein. Nein. Geh weg. Sag mal. So. Hallo? Hajima? Freut mich, dich zu sehen. Die Frühjahrsernte ist am leckersten. Ich habe mich schon den ganzen Winter darauf gefreut, Heidelbeeren zu sammeln. Aufgabe einlösen. Und wie war das? Toll, stimmt's? Ja, ganz toll. Insekten fangen. Mein liebstes Hobby. Du kannst das Netz behalten. Das habe ich mir fast gedacht. Du hast eine tolle Technik. Ja, einfach ohne Ahnung drauf los. Ich bin mir sicher, dass du beim Fangen von Tierchen großer Erfolge feiern wirst. Vergiss nicht, dass die Tierchen dir kleine Geschenke hinterlassen können, wenn du sie in ein Glashaus bringst. Das finde ich aber ein bisschen gemein. Aber darüber werden wir später sprechen. Die Bürgermeisterin meinte, ich solle nichts überstürzen. Weißt du, es gibt viele Tierchensammler auf dieser Insel. Wenn du mal ein Tierchen fängst, kannst du es jederzeit verkaufen. In Azuri gibt es immer jemand, der Lust auf Shoppen hat. Ehrlich gesagt, kannst du so ziemlich alles verkaufen und damit verdienst du Florin. Das ist unsere Währung. Warum Florin? Falls es dir noch niemand erklärt hat. Nein, hat tatsächlich keiner gesagt. Nun, der Handel ist eigentlich Pearls Spezialität. Sie ist die Vorsitzende der Handelsgilde. Sie ist eine ziemlich große Nummer hier. Aber ich werde schon mehr müde beim so vielen vorlesen. Dabei ist es erst 3:15 mittags. Ich bin mir sicher, dass sie dir gerne alles über den Verkauf von Dingen erzählen würde. Du findest sie auf dem Marktplatz im Stadtzentrum. Ups, Entschuldigung. Verwandle deine harte Arbeit in Florin, die du später ausgeben kannst. Lass dir von Pearl, der Vorsitzende, zeigen, wie das geht. Auf geht's, auf geht's. Im Stadtzentrum und wir suchen Pearl. Das finde ich ja gut. Hey, haben wir falsch an? Oh. Ich würde gerne da wieder hoch. Wie komme ich hier wieder hoch? Ich habe nicht aufgepasst. Mein Rucksack ist ja voll eigentlich, ne? Irgendwas wollte ich hier einsammeln. Was hier? Nein. Was? So. Wegen der Schule gibt es heute keine Versandverträge. Die sind doch immer da, oder nicht? Kann man da rein? Hm. Oh? Entschuldigung, ich habe einmal husten müssen. Dafür brauchte ich die Hand, um das Mikrofon auszumachen. Das habe ich mir doch gedacht. Oho. Oho. Ich kann überall drin rumwühlen, das finde ich super. Hallo, wer bist denn du? Kaspar. Meine Mutter eröffnete das Gasthaus der behaglichen Tierchen, bevor mein Bruder und ich geboren wurden. Sie scherzt immer, dass wir auf einem dieser Tische geboren wurden. Okay. Jedenfalls glaube ich, dass es ein Scherz ist. Oh, da ist ja noch was. Öffnen. Aber ich habe kein Geld, oder? Wo steht, wie viel Geld ich habe? Habe ich Geld? Ich möchte bitte... Nein, ich möchte nichts. Ich habe kein Geld und so mit meinem Bruder Björn gesprochen. Er will Seemann werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er Angst vor Wasser hat. Das ist die tolle Voraussetzung, gell? Wassermelonenteppich. Schnüffeln wir noch ein bisschen herum. Achso. Na, wir werden da eh noch hinkommen, bestimmt. Das hier wollte ich. Wo ist denn Pearl? Du bist Pearl. Hallöchen.
Schön, dass du nach Azoria gekommen bist. Das muss eine ziemlich lange Reise gewesen sein. Woher weißt du denn, wo ich herkomme? Hi, Herzchen. Du musst Flauschhase sein. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Pearl und führe die Handelsgilde an. Ich wette, du hast einen Haufen Sachen in deinen Taschen. Ja, hab ich. Die du gerne loswerden würdest. Ja, aber ich würde sie eher gerne kochen. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du den ganzen Krimskrams in waschechte Fluorin verwandeln kannst? Das klingt wie Fluorid oder so. Tatsächlich, du kannst das Zeug für Fluorin verkaufen. Hier und jetzt. Was? Na gut, auf dem Markt und das Geld. Na gut, auf dem Markt und das Geld erhältst du auch nicht gleich. Also, jetzt ist nicht die Zeit für Fragen, sondern zum Zuhören. Pass gut auf. Oh, ich bin noch so unaufmerksam. Denn was ich jetzt sage, könnte dein Leben verändern. Das klingt wie eine QVC-Werbung. In Azoria wird alles verkauft. Alles. Pflanzenfasern schon verkauft. Lehm weg ist der Frühlingspfeifer verkauft. Und es ist so einfach, dass sogar ein Gakkeri es schaffen könnte. Gakkeri, habe ich mir was nicht gemerkt. In der Mitte des Marktes stehen Tische. Wenn du etwas auf sie legst, ist es am nächsten Morgen schon verkauft. Ich weiß, dass du dich jetzt fragst, wer kauft das alles? Das ist ganz einfach. Azoria hat eine gesunde Wirtschaft voller Käufer, die sowohl nach Schrott als auch nach Edelsteinen hungern. Wenn doch kein Schwein eure Insel erreichen kann wegen der Strudel, außer man überlebt so wie ich, aber man kommt ja dann nicht mehr weg. Hä? Warum müsst ihr dann überhaupt untereinander was verkaufen? Warum macht ihr nicht einfach... Ihr habt doch keinen Import-Export. Ihr bräuchtet gar keine Währung. Jeder arbeitet für den anderen. Okay. Oh, das habe ich nicht vorgelesen. Deshalb habe ich ein Kissen, auf dem steht, das Inventar des einen Azurianers ist die Quelle des anderen. Ja, und da bräuchte man kein Geld. Aber gut. Versuch mal ein paar Dinge zum Verkauf auf dem Markttisch zu legen. Bürgermeisterin Merit wird sich freuen, dass du zur azurianischen Wirtschaft beiträgst. Finde sie, wenn du fertig bist. Verkaufe ein paar Dinge, suche Fangerbauzüchter. Ja, ich hatte mal ganz viele Fische, aber ich lege beliebige Gegenstände auf dem Markttisch. Mindestens 3 Stück. Das ist hier, ja. Okay, du kannst meinen Fisch haben. Die soll ich in Glas stecken eigentlich, oder? Das auf dem Flachland. Echt das? Achso, die habe ich ja gefunden. Reste eines Seeigels. Ja, yeah, du kannst meinen Seeigel haben. Und weiß ich nicht. Erstmal so. Okay, geh zu Merit. Merit ist im Stadtzentrum. Ach so. Hi, ich hab dich gesucht. Aha. Hallo. Schön, dass du da bist. Getränkestation. Oh, für mich neues Rezept. Ah, oh, Kapitel 1 abgeschlossen. Neue Post von Alaric, Emily, Millie und Merit. Die schreiben mir alle so viel Post. Sammeln, angeln. Rohstoffe habe ich nicht. Hatte ich aber mal. Mehr Details. Nix. 2-mal. 1-mal. Achso, das was ich. Okay. Ein neuer Tag hat begonnen. Kapitel 2. Ein dorniges Problem. Mein schöner Sitzsack. Finde ich cool. Hätte ich dafür Platz, hätte ich ihn gerne. Was ist das eigentlich? Nix? Kann ich nicht? Okay. Schau in deinen Briefkasten. Ach du Heilige, ihr wollt mich doch. Guck dir mal den Scheiß hier an. Also, oh, Spam-Mail hier. Oh Leute, das macht mich echt müde, dieses Spiel. Meine treue Fee-Farben-Bauernseele, wusstest du, dass deine Freunde der fabelhaften Welt, die du erschaffen hast, bei
Moment. Das ist deine Freunde der fabelhaften Welt, die du erschaffen hast, beitreten können. Ja, wusste ich. Drücke einfach Escape, um das Hauptmenü zu öffnen und wähle dann mehr Spieler aus. Blablabla. Ich bleibe aber im lokalen Spiel. Kannst du deine Freunde bitten, ihren Titelbildschirm auszurufen? Achso, ich war noch nicht durch. So. Lust auf Farbe, Millie. Ich weiß nicht, kennen wir Millie schon? Ich habe gehört, dass du neu in der Stadt bist. Vielleicht möchtest du ja deinen Möbeln und deiner Kleidung mit ein bisschen Farbe ein neues Antlitz verleihen. Ich schicke dir eine Auswahl meiner besten Farbtöne. Wenn du noch mehr möchtest, besuche mich gerne im Laden. Viele davon sind im Angebot. Ich habe was zum Anziehen und ich nehme auch nicht das, was ihr mir zum Anziehen gegeben habt. Verstreute Schriftrollen, ja, die habe ich schon entdeckt. Die magischen Stürme, die Trümmer umherfliegen ließen, hatten eine merkwürdige Wirkung auf unseren Laden. Kurz gesagt, der Wind hat viele unserer Rezeptschriftrollen in alle Richtungen verstreut. Wir möchten jedoch nicht, dass sie zurückgegeben werden. Betrachtet sie stattdessen als unseren Beitrag zur Verschönerung von Arizona, sage ich jetzt, das nervt mich, Azuria. Folgt diesen Rezepten und stellt wunderbare Dinge her. Eine besondere Schriftrolle enthält zum Beispiel das Rezept für einen Personalisierungsspiegel. Diese magische Erfindung erlaubt es dir, danach deinen Körper von zu verändern. Du kannst dein Aussehen nach Belieben verändern. Diese und andere wunderbare Kreationen warten auf diejenigen, die unsere Rezepte finden und befolgen. Eure bescheidenen Kaufleute Emily und Charles. Alaric, magischer Unfug. Dir sind vielleicht ein paar ungewöhnliche magische Dinge aufgefallen, die in Arizona vorgefallen, die vorfallen. Es ist nichts Ernstes, aber ist schön. Aber irgendwie schon. Kannst du zu mir kommen, damit wir darüber reden können, bitte? Alaric, der Zauberer. Okay. Bin jetzt, was ist das? Gegrillte, ich habe ja immer noch hier so viel Kram. Hier, ich, ja. Achso, das macht sie automatisch. Habe ich natürlich gestern vergessen zu gießen. So. Oh, Muschel. Ja. So. Ich hoffe, dass man nicht die Waschmaschine im Hintergrund hört, die gerade ruckelt wie sonst was. Mein Essen ist fertig. Kann ich... Ja, hier, so. Das ist doch fein. Das brät alles und mein Inventar ist ein bisschen leerer. Und ich könnte ja auch nochmal... Wie viel kann ich denn... Dafür brauche ich Schluff, ich erinnere mich. So. Ich glaube, letztes Mal war es besser angeordnet. So, Essen läuft. Und ich kann ja mal was hier wegpacken. Ich muss auch die Augen aufhalten nach diesem Speichersymbol, was ich irgendwie nämlich nicht gesehen habe. Übertragen kann ich das auch... Ja, ist nicht anders. Ich brauche nichts, alles weg. Platz. So. Aber speichern war hier nicht... Habe ich... Mehr Spiel speichern. Habe ich das beim letzten Mal gedrückt? Ich weiß es nicht. So, finde den Zauberer. Wo ist er denn? Hätte ihn ein bisschen anders vorgestellt, aber gut. Auf geht's. Warum liegt da ein Geschenk? Du hast keine Gegenstände in deinem Inventar oder lagert die. Achso. Das ist
bestimmt, weil das da fertig ist, ne? Das wird ja nicht schlecht, oder? Hoffe nicht. Oh, guck mal, da oben war was. Wie komme ich da hoch? Da ist auch was. Was? Lustig, wenn die sich daran festhalten könnte. Na gut, los, beweg dich. Wir suchen den Zauberer. Ja, da ist er ja schon. Hallihallo, die sind ja alle so übermotiviert. Meine beste Arbeit leiste ich unter Druck. Davon gibt es auf Arizona allerdings nicht so viel. Eine botanische, magische Plage. Ich grüße dich. Ich bin Alaric. Wer läuft denn da einfach so durchs Bild? Sieht aus wie Hermes der Götterbote. Heißt er vielleicht so? Egal. Alaric, der bescheidene Zauberer. Die Bürgermeisterin ließ uns alle unsere Titel aussuchen. Und dann nennst du dich der Bescheidene, ja, wie du, der bescheidene Zauberer, der weiseste Zauberer der Stadt, wahrscheinlich auch der, ja, der einzige. Nur bei Mels erstem Titel legte sie ein Veto ein. Honigbär? Wieso, das ist doch süß. Ja, natürlich, du fragst dich, warum ich dir geschrieben habe. Okay, also, in Arizona gibt es eine Menge Magie. Wilde Magie, um genau zu sein. Und zwar unkontrollierte, möglicherweise gefährliche Magie. Oh nein, ich will dich nicht beunruhigen. Nein, warte, eigentlich schon. Okay. Denn sie ist ziemlich gefährlich. Du fürchtest dich vor nichts, das hört sich gut an. Hilft aber wahrscheinlich nicht dabei, gute Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde dir einen Zauberstab bauen. Oh ja, das finde ich gut. Damit kannst du dich schützen und dir etwas von der wilden Magie zunutze machen. Und was will der hier eigentlich die ganze Zeit? Der lauscht voll. Oh, da knurrt mein Magen. Ich war so nervös, dass ich vergessen habe zu essen. Okay. Ich habe schon seit Tagen nichts Ordentliches mehr gegessen. Meinst du, du könntest mir etwas Leckeres kochen? Oh ja, habe ich gerade alles fertig. Ich habe schon viel zu viel rohe Muscheln verschlungen und bin kurz davor, mich selbst in einen zu verwandeln. Warum habe ich nicht was zu essen mitgenommen? Und was ist das? Wahrscheinlich eine Magieleiste. Hol dir eine Muschel vom Strand, eine gegrillte Meersfrüchte. Ist das, was ich schon gemacht habe? Ich habe irgendwas gekocht mit Muscheln. Wo haben wir denn den Strand? Hier ist der Strand. Ach so. Ja, ich laufe noch mal in deine Richtung. Dann nur nach rechts. Dann aber nach Hause. Ja, guten Tag. Was ist mit dem Zauberstab? Habe ich den schon? Nein. Oh, guck mal. Kann ich... Hallo? Kann ich dich fangen? Tatsache. Nein. Hau. Nein. Was ist das denn eigentlich? Und leben. Bretterzaun. Wir nehmen jetzt einfach alle Dinger hier mit und dann gehen wir kochen. Ah. Das ist ja fein. Legt dann vorne Anker rum.
Okay. Sollte ich hier durch können? Oh. Ich sehe noch einen. Sag mir jetzt nicht, ich habe auf Anhieb nach Hause gefunden. Nicht ganz. Schauriger Wald. Bin ich das eigentlich hier? Ja. Ich bin so schlau. Ich muss nach oben links. Ich habe nicht nach Hause gefunden. Nee, ich gehe da nicht hin. Was soll denn das? Ich wollte... Aber... Okay. Nach links und hoch. Gut. Ja, du kriegst gleich was. Oder gibt es hier noch andere Feuerchen als meins? Was ist denn eigentlich bei dir? Kann ich hier rein? Ah. Ich kann da rein. Kann ich hier Unfug machen? No. Das hatte er gefunden. Ich habe es einfach wieder geklaut. Okay. Okay. Kann ich bestimmt nicht einfach so hoch watscheln, ne? Wieder so Dornendinger. Und den direkten Weg gehen, wenn es auch so ein bisschen kompliziert geht, ne? Oh, ich habe nach Hause gefunden. Yay. So, was habe ich hier gekauft? Warme Beeren habe ich nicht auch mal schön gekocht. Schön. Achso, gegrillte Meeresfrüchte. Ja, mach mal. Ich will nur eins, aber. Okay, okay. Platz hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch beim letzten Mal schon gemacht habe, was er nicht gespeichert hat. So. Ja, alles. Kochen Level 3. Fein. So, finde ich... Nein, ich machen wir uns nichts vor. Ich finde den Zauberer alleine nicht, ja. Rosalind. Komm, den hätte ich wirklich finden können. Ist wirklich schön, eine weitere Zauberschülerin auf der Insel zu haben. Wer sagt das denn? Wenn du mir ein paar leckere, selbstgekochte Speisen bringst, werde ich genug Energie haben, um dir einen Zauberstab zu bauen. Ich hab doch grillte Meeresfrüchte. Achso. Ja. Jetzt sind wir Bekannte. Ah. Du bist zurück. Ja, ich war nie weg. Und ich rieche Essen. Ich kann spüren, wie ich wieder an Kraft gewinne. Ich kann es kaum erwarten, alles zu verschlingen und werde heute Abend in meinem Alchemielabor herumwerkeln und morgen früh hast du dann einen eigenen Zauberstab. Magie mit Magie begegnen. Normalerweise empfehle ich niemanden, die ganze Nacht durchzuarbeiten, aber wir leben in schlimmen Zeiten. Triff mich morgen da, wo die Dornen am dichtesten sind. Wir testen erst die Robustheit deines Zauberstabs, bevor wir etwas Magisches in Angriff nehmen. Besiege morgen die Dornen. Morgen? Wirklich morgen? Bis dahin habe ich jetzt freie Bahn mit Marzipan. Yeah. Dann doch mal hier ein bisschen hübsch.
Stein zu. TV bei Harvest Moon, war es Harvest Moon? Ich glaube ja. Auch einfach irgendwann einschläft, weil ich sehe gerade, es wird ja wirklich dunkel. Und ich muss wieder gucken, ob er dann speichert. Den konnte ich doch im letzten Mal noch nicht. Oder doch? Doch, ich glaube schon. Bam. Mein Rucksack ist voll. Geht das nicht? R. Alle existierenden Stapel verstauen. R und T. Ach, guck ihn mal. Und T? Was ist denn mit T? Verstehe ich jetzt nicht. Ah, ja. Mhm. So, aber ich werde einmal hier stoppen und gleich die nächste Folge antreten, weil ich das Speichersystem noch nicht ganz so verstanden habe. Aber erst einmal sage ich bis zum nächsten Mal.